Gesund geschützt im Untertitel Unser Leben mit Mikroorganismen in Klammern Viren, Bakterien und so weiter. Es ist nicht unsere Aufgabe, einander näher zu kommen. So wenig wie Sonne und Mond zueinander kommen oder Meer und Land. Unser Ziel ist, einander zu erkennen. Und einer im anderen das zu sehen, was er ist. Des anderen Gegenstück und Ergänzung. Ein Gedicht von Hermann Hesse. Wir leben in einer irdischen Welt der Polaritäten. Zu allem, was existiert, existiert ein Gegenpol. Tag und Nacht, Licht und Schatten, Mann und Frau und so weiter. Das eine existiert nicht ohne das andere. Beide bedingen einander. Nur gemeinsam sind sie ein Ganzes. Leben ist so ein beständiges Schwingen von Energie in den einen und in den anderen Pol, aufsteigend und absteigend im beständigen Wechsel. Wenn nichts mehr in unserem menschlichen Körper schwingt, ist unser Körper gestorben. Bei der Messung der Energien von Chakras, Meridianen und den Verbindungen mittels einem Biotensor machen wir als energetische Heiler und Heilerinnen diese Schwingungen sichtbar. Die Schwingungen werden so als harmonisch, runde Schwingung festgestellt oder als abweichend von der Harmonie. In ähnlicher Weise können so die Energien bestimmter Qualitäten eines Chakras sichtbar gemacht werden. Hierdurch kann beurteilt werden, ob der Mensch zum Beispiel ein starkes Immunsystem aufweist oder unzureichend geschützt im Leben ist. Hierbei unterscheiden wir zwischen dem steuernden und dem physischen Immunsystem, also zwischen der gesellschaftlichen Legislative und der Exekutive. Das steuernde Immunsystem. Wollen wir in uns gesund geschützt sein, so betrachten wir zunächst die Qualität des steuernden Immunsystems. In Klammern lateinisch immunes, unberührt, frei, rein, das dem Herzchakra und auch der Thymusdrüse, in Klammern oberhalb des Herzchakras, zugeordnet ist. Dies ist eine Qualität im Seelischen, welche zunächst analysiert, was gut und nützlich für uns ist und was eher schädlich für uns wäre. Es ist eine Qualität des Herzchakras, in Klammern orange leuchtend, weil das Immunsystem, indem es uns gesund schützt, ein Ausdruck unserer Liebe zu uns selbst, unserer Selbstliebe ist, in Klammern frei, rein, unberührt, unschuldig. Unser Immunsystem ist dabei so phänomenal gestaltet, so dass es auf tausende von Informationen pro Sekunde reagieren kann und entsprechende Aktionen initiiert. Doch wie kommt es dazu, dass unser Immunsystem solche enormen Leistungen vollbringen kann? Unser Immunsystem ist ein, in Klammern, selbst lernendes System, frei nach dem Motto Try and Error. Aus vergangenen Erfahrungen, in Klammern, und Leben mit bestimmten Viren, Bakterien oder anderem füllt es unser Bewusstsein. Das steuernde Immunsystem hat die lernende Führung und analysiert zunächst zum Beispiel mittels den sogenannten Fresszellen, ob es sich um einen bekannten oder unbekannten Erreger handelt. Es sendet die Impulse an das physische Immunsystem. Nur wenn beide Immunsysteme gut ausgeprägt sind, sind wir als Menschen wirklich gesund geschützt. Unser Immunsystem ist analog dazu der innere Ausdruck unserer Art, mit unserer Umwelt zu sein. Wir kommen mit anderen Menschen in Kontakt und lernen, wer uns gut gesonnen ist und wer nicht. Das kann sehr schmerzhaft und auch freudvoll sein. Mit je mehr unterschiedlichen Menschen wir im Leben in Kontakt kommen und daraus lernen, je klarer wissen wir, wer uns gut tut und wer eher nicht. Nicht anders verhält sich, in Klammern stark vereinfacht, unser steuerndes Immunsystem.
Je früher wir mit vielen verschiedenen Stoffen in Kontakt kommen und lernen, damit liebevoll zu sein, desto besser und stärker wird unser Immunsystem in Anführungsstrichen geschult. Und wir werden gegen vieles immun. Diesen Effekt machen wir uns bei einer Impfung zunutze. Leider mit schädlichen Nebenstoffen ausgeführt, in Klammern zum Beispiel Aluminium, die Nebenwirkungen haben können, in Klammern natürlich aus Kostengründen. Nun, das ist nichts Neues und sollte jedem von uns bekannt sein. Alles, was wir so an innerlichen und äußerlichen Erfahrungen sammeln, füllt unser Bewusstsein, aus dem wir grundlegend denken und handeln. Unser Bewusstsein steuert so auch unser Gehirn und unser Denken. Es ist also sehr entscheidend, aus welchem Bewusstsein wir die Welt, die uns umgibt, sehen. Dies drückt sich zum Beispiel in unseren sogenannten Glaubenssätzen aus. Ich bin klein und schwach und muss mich gegen alles wehren, was oder wer mir nahe kommt. Hier hat dies zur Folge, dass unser Immunsystem geschwächt wird. Ängste wirken, das Immunsystem bleibt schwach und erschöpft sich, da alles als feindlich betrachtet wird und es permanent reagiert, auch auf harmlose Erreger, in Klammern Allergene. Körperliche Symptome werden die Folge sein. Und ein Mensch, der sehr esoterisch orientiert ist, mag vielleicht glauben, ich bin ja mit allem verbunden und brauche mich vor nichts und niemandem zu schützen. Oder andere, die sich nur für andere aufopfern oder sie ausnutzen und sich nicht wichtig sind. Ich darf mich nicht schützen, weil ich ohne die anderen nicht existieren kann oder darf. Hier kann dies zur Folge haben, dass das steuernde Immunsystem außer Kraft gesetzt wird und aufgibt und sich so alles Mögliche im Körper austobt. Und wenn unser steuerndes Immunsystem auch nur kurzzeitig aufgibt, begünstigen wir zum Beispiel eine Krebsentstehung oder andere lebensbedrohliche Erscheinungen in unserem Körper. Doch sind wir mit einem Selbstbild verbunden, das sich als Glaubenssatz zum Beispiel so ausdrückt: Ich bin innerlich stark und gut geschützt, vertraue mir selbst und entscheide in meinem Leben, was oder wer mir nahe sein darf. So wird unser Immunsystem gestärkt. Es bekommt die Anweisung, gut zu schützen, sich zu vertrauen und klar zu unterscheiden, da der Mensch sich seiner Macht bewusst ist. Natürlich ist das nicht alles, was wirkt. Doch es ist ja bekannt, dass mein Körper nur meinem Selbstbild, meinen Gedanken, also meinem Glauben über mich selbst folgt. Und hier hilft kein sogenanntes, in Anführungsstrichen, positives Denken, da es nur wirkt, wenn wir innerlich und wahrhaftig von unserer inneren Stärke überzeugt sind. Dazu brauchen wir die entsprechenden Erfahrungen und den Mut, diesen Erfahrungen auch Raum zu geben. Vor allem uns unbekannte Erreger fordern unser steuerndes Immunsystem besonders, da erst einmal geschaut werden muss, was dieser Erreger im Körper anstellt. Erst wenn eine Schädlichkeit erkannt wird, kann eine aggressive Immunantwort folgen. Gleichzeitig müssen wir sehen, dass unser ganzer Körper von Mikroorganismen übersät und durchwoben ist. Es sind in der Regel die in Anführungsstrichen guten, in Klammern Bakterien und Mikroorganismen, mit denen wir meist in Harmonie verbunden sind, weil wir ihnen nützlich sind, so wie sie uns nützlich sind. Wir kennen dieses symbiotische Verhalten zum Beispiel von Vögeln, die größere Tiere von Parasiten auf ihrer Haut befreien, oder auch von kleinen Fischen, die so mit Walen verbunden sind. Doch wir leben in einer polaren Welt und so bedingen die in Anführungsstrichen Guten auch die sogenannten in Anführungsstrichen Bösen. Was unterscheidet die nützlichen Mikroorganismen von den schädlichen? Grundsätzlich geht es bei allem im Leben zunächst einmal um das Überleben, um Nahrung, um Fortpflanzung, um die Erfüllung der Lebensaufgaben. So sind uns zum Beispiel Darmbakterien hilfreich, die unverdaulichen Nahrungsreste zu bearbeiten, sodass wir wichtige Nährstoffe wie Mineralstoffe und Vitamine im Dickdarm zurückgewinnen können.
Mit der Art unserer Nahrung können wir ihnen ein angenehmes Klima schaffen oder ihnen das Überleben erschweren. Doch unsere Darmbakterien würden unseren Dickdarm niemals angreifen, wenn sie sich wohlfühlen und in einem angenehmen Klima leben. Und die nützliche Art von Ernährung ist bei jedem Menschen individuell verschieden. Auch Viren sind Lebewesen, deren Überleben von anderen Lebewesen abhängt. Doch im Unterschied zu nützlichen Mikroorganismen dringen sie in unsere Körperzellen ein und manipulieren diese unsere Zellen zur eigenen Fortpflanzung. Sie missbrauchen so unsere Körperzellen zu ihrer eigenen Vermehrung. Sie schaden uns so, und falls unser Immunsystem es nicht schafft, ihnen Einhalt zu gebieten, erfahren wir die entsprechenden Auswirkungen wie Erkältung, Grippe, Lippen- oder Genitalherpes, Gürtelrose oder ähnliche Symptome, die durch Viren ausgelöst sind. Nun, woher kennen wir dieses Verhalten? Manipulation von Menschen und Missbrauch sind eine Art eines Autoritätsproblems hier unter uns Menschen. Es beginnt streng genommen bei unseren Eltern, indem sie versuchen, uns ihre Gedanken einzupflanzen, damit sich ihre Gedanken in uns fortpflanzen und wir sie ihnen durch unser Leben bestätigen. In Anführungsstrichen, puh, alles richtig gemacht, sagen dann die Eltern und lieben uns. Ein Kind, welches dies frühzeitig erkennt und die Erfahrung macht, dass es Gedanken in sich trägt, die seinem eigenen Glaubenssystem widerstreben und ihnen ihr Leben erschweren, wird gegen seine Eltern ab einem gewissen Zeitpunkt aufbegehren und im günstigsten Fall seinem Glaubenssystem und dem sich entwickelnden Erfahrungsfeld entwickeln. Hier geht es nicht darum zu beurteilen, welches Glaubenssystem das in Anführungsstrichen richtige oder in Anführungsstrichen bessere ist, sondern einem Bewusstwerdungsprozess zu folgen, um zu erkennen, was unsere Eltern in Klammern noch nicht sehen konnten. Dies ist ein ganz normales Verhalten von Eltern, was wir selbst als Eltern mehr oder weniger alle praktiziert haben. Und können wir es so unseren Eltern übel nehmen? Nein, gewiss nicht. Und müssen wir so unsere Eltern verurteilen oder gegen sie kämpfen? Auch das nicht. Wahre Liebe lässt sein. Akzeptieren wir, dass unsere Eltern einem Bewusstseinsfeld entstammen, das wir erweitern können, damit wir unser Bewusstsein erweitern. Wenden wir uns lieber der großen Mutter, Mutter Erde, und dem großen Vater, Vater Himmel, dem Göttlichen zu und vergeben wir ihnen ihre Unwissenheit. Und es gibt weitere menschliche Formen als Ausdruck dieses Autoritätsproblems, in dem Menschen andere Menschen manipulieren und missbrauchen. Wir alle kennen sie, mehr oder weniger. Und können wir diesen Menschen ihr Verhalten übel nehmen? Nein, genauso wenig wie unseren Eltern. Und müssen wir so diese Menschen verurteilen oder gegen sie kämpfen? Auch das nicht. Nun, was ist zu tun? Wir sollten lernen, uns vor diesen Menschen zu schützen, damit wir unserem Weg weiter folgen können. Wir sollten ihnen aus dem Weg gehen und ihnen unser Mitgefühl und unsere Nachsicht schenken, verstehen, was in ihnen wirkt oder durch sie hindurch und daraus lernen, worum es wirklich geht. Vergeben wir auch ihnen in ihrer Unwissenheit. Auch sie zu lieben, bei allem Leid, was durch Manipulation und Missbrauch entstanden ist, das ist eine der schwersten Herausforderungen. Vergeben wir den Menschen, die all das Leid in diese Welt bringen. Ich bitte zu verzeihen, dass ich hier eine Sichtweise beschreibe, die viele von uns, die in Klammern noch voller Wut, Jähzorn und Hass sind, in Klammern noch nicht akzeptieren können. Und gemäß der Geschichte von Kain und Abel brauchen wir nach tausenden von Jahren doch nicht mehr unsere Brüder und Schwestern zu erschlagen, oder? Sie sind doch unseresgleichen, wenn auch anders ausgeformt. Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die,
so euch beleidigen und verfolgen. Ein Zitat von Jesus von Nazareth. Auch diese Menschen sind göttlichen Ursprungs und sie begegnen uns, damit wir durch sie lernen, damit wir lernen, uns gesund zu schützen. Diese Menschen sind immer und alle Zeit um uns herum. Und wir sind sogar mit ihnen verbunden. Wir finden die Beschreibung dieser Menschen im Faust von Johann Wolfgang von Goethe. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Und wie ist es mit all den schädlichen Erregern, zum Beispiel den Viren? Auch Viren sind göttlichen Ursprungs, weil alles, was lebt, göttlich ist. Sie sind immer und alle Zeit da, um uns herum, in uns, mal mehr, mal weniger, nicht nur zu Zeiten einer Grippewelle. Es ist bekannt, dass Menschen, die von Herpes belastet sind, den Herpesvirus stets in sich tragen. Wird das Thema, was mit einem solchen Virus resoniert, durch entsprechende Erfahrungen angesprochen, bei Lippenherpes zum Beispiel der Ekel oder etwas nicht über die Lippen zu bringen, so reagiert unser Immunsystem und schwächelt, sodass die Viren ihren Ausdruck finden, hier die bekannten Bläschen an den Lippen, die das Thema nur auf der Körperebene darstellen. Diese Viren sind somit ein beständiger Teil von uns und sie werden in der Regel von unserem Immunsystem so weit in Schach gehalten, bis unser Immunsystem einmal schwächelt und die Viren zur Vermehrung kommen und Überhand nehmen. Die Frage ist hierbei, ob es nun die in Anführungsstrichen bösen Viren sind, die zum Ausdruck der Körpersymptome beitragen, oder ob es nicht eher unser eigenes Bewusstsein oder besser Unbewusstsein ist, was diese Körpersymptome begünstigt. Betrachten wir hierzu die allseits bekannten Erkältungs- bzw. Grippeviren, in Klammern Corona, SARS, H1N1 und Co. Und schauen wir weiter, welche menschliche Thematik damit in Verbindung steht. Hierzu betrachten wir die Wirkungen, die derartige Viren in uns auslösen. In erster Linie sind die oberen Atemwege und die Lunge bei einer Grippe betroffen. Es sind also Körperbereiche, die aus dem Seelischen von Herz, Hals und Stirnchakra gesteuert werden. Hier beschreiben diese Chakras das kurz zusammengefasste Thema, den bewussten, liebevollen Austausch, in Klammern Ein- und Ausdruck, von uns selbst mit allem, was lebt. Psychosomatisch stehen die Atemwege und die Lunge für unsere Kommunikation. Das heißt, für die Verbindung mit allen anderen Lebewesen auf einer feinstofflichen Ebene, dem Atem. Nun betrachten wir, in welchem Land auf unserer Erde solche Grippeviren in den letzten Jahren oft als in Anführungsstrichen neue Variation aufgetreten sind. Immer wieder finden wir den Hinweis auf China. Warum? Weil in diesem China kein Mensch seine bewusste, liebevolle Meinung offen kommunizieren darf, ohne Gefahr zu laufen, in ein Umerziehungslager zu wandern oder weggesperrt zu werden. Wer das System der DDR kennengelernt hat, weiß, wovon ich hier schreibe, dem Überwachungsstaat. Nun leben wir in einer Welt, die es ermöglicht, uns global mit allem auszutauschen, sodass wir nicht nur all die schönen Produkte aus diesem China geliefert bekommen, sondern auch Viren, die unserem Immunsystem noch gänzlich unbekannt sind. Dies ist stets eine besondere Herausforderung für unser Immunsystem. Ähnlich den Fremden, die wir in den letzten Jahren in Deutschland aufgenommen haben. Mannigfaltige Ängste sind leider so die Folge vor dem Neuen, was unser Immunsystem sehr schwächt. Alles wird stärker und mächtiger, auf das wir unser Bewusstsein richten. Hier die Viren, die Angst. Das ist menschlich. Göttlich ist die Selbstliebe und damit die Liebe zu allem, was lebt. Gleichzeitig sind es die Erkältungs- und Grippeviren, die auf die benannten Organe wirken, beziehungsweise das Thema, alles bewusst und offen aus dem Herzen in den Austausch zu bringen, mit sich führen. Der Konflikt mit diesem Thema kann letztendlich dann auch
durch eine Lungenentzündung deutlich werden. Und aus Sicht dieser Viren ist es absolut zu verstehen, dass sie sich in den Schleimhäuten der Atemwege und sogar in der Lunge einnisten, da sie sich durch Tröpfcheninfektion verbreiten und sie so nach ihrer Vermehrung leicht weitergetragen werden können. Gar nicht so dumm, diese Viren, da sie ja göttlichen Ursprungs sind. Wer ist nun von Erkältungs- bzw. Grippeviren besonders betroffen? Hier wirkt vor allem ein universelles geistiges Gesetz, das Gesetz der Resonanz. Gleiches zieht Gleiches an, beziehungsweise das Thema des Menschen zieht den Erreger an. Und so ist deutlich zu unterscheiden zwischen Menschen, die ein generell physisch geschwächtes Immunsystem erzeugt haben, die ihrem Immunsystem keine Möglichkeit bieten zu lernen oder grundsätzlich nicht mehr lernend im Leben sein, in Anführungsstrichen wollen, die es nach ihrem Glaubenssystem nicht für notwendig halten, sich zu schützen oder sich ausschließlich für andere aufopfern, in Klammern auföffnen, andere ausnutzen müssen, denen es schwerfällt, das Thema alles bewusst und offen aus dem Herzen in den Austausch zu bringen, zu leben, beziehungsweise Atem- oder Lungenprobleme haben, die in ihrer Selbstliebe geschwächt sind oder ein schwaches Herz haben. Das physische Immunsystem. Doch betrachten wir zunächst das physische Immunsystem. Es ist essentiell davon bestimmt, ob mein Körper alle lebensnotwendigen Stoffe erhält, sodass zum Beispiel T-Lymphozyten bzw. Thymus-Lymphozyten in ausreichender Anzahl gebildet werden können. Es ist sehr stark von der Art und Weise unseres freien Seins und unserer Ernährung bestimmt. Hierbei spielt der Dickdarm und vor allem der querliegende Dickdarm eine entscheidende Rolle, da dort die zum Leben essentiellen Bestandteile, in Klammern Vitamine, Mineralstoffe und Wasser, dem Nahrungsrest entzogen werden, sodass sie dem Körper wieder zur Verfügung stehen und entsprechend aufbereitet werden können. Eine energetische Schwäche im querliegenden Dickdarm, deren Ursache vielfältig sein kann, verweist so indirekt auf eine Schwäche des physischen Immunsystems. Menschen mit dem sogenannten Reizdarmsyndrom, Colitis ulcerosa, Divertikulose, Divertikulitis, Morbus Crohn und so weiter können davon betroffen sein und so ein geschwächtes physisches Immunsystem aufweisen. Neben den energetisch-geistigen Behandlungen habe ich mit begleitendem Heilfasten oder auch entsprechenden Gaben von Schwedenbitter stets eine gute Regenerierung des Dickdarms festgestellt. Und natürlich können andere Verfahren, die zur Entgiftung führen, ebenso hilfreich sein. So wird unser physisches Immunsystem sehr stark von unserer Art der Ernährung bzw. unseres Stoffwechsels bestimmt. Hier verweise ich auf meinen Artikel Du bist, was du isst, oder? Des Weiteren ist unser Lymphsystem ebenso wichtig zur Bildung der T-Lymphozyten, insbesondere die Lymphknoten, über die eine Verbindung zum Blutkreislauf besteht. Als energetische Heiler oder Heilerin betrachten wir hierzu die Schwingungen des Lymphmeridians und die energetische Verbindung zum Kreislaufmeridian. Probleme in ihrer Verbindung können auf eine mangelnde Flüssigkeitsversorgung des Blutes hinweisen, wodurch eine Form von Bluthochdruck bedingt sein kann, weshalb Menschen mit Bluthochdruck in diesem Fall ebenfalls eine Schwäche des physischen Immunsystems aufweisen können. Aufgrund einer Verdickung des Blutes ist so auch grundsätzlich die Versorgung von Körperregionen schwieriger und damit auch der Transport von T-Lymphozyten. Wurden durch schulmedizinische Maßnahmen Lymphknoten im Körper entfernt? Oder sind Lymphknoten durch die abgebaute Farbe von Tattoos zugesetzt, ist daher ebenso besondere Achtsamkeit geboten. Durch energetisch-geistige Behandlungen kann hier für Ausgleich gesorgt werden oder in Grenzen und regelmäßig ausgeführt, auch durch zum Beispiel Lymphdrainage.
Ich muss hier auch betonen, dass alles, was uns zur Stärkung des Immunsystems auf stofflicher Ebene angeboten wird, lediglich das physische Immunsystem stärken kann. Doch wenn das physische Immunsystem keine oder fehlerhafte Impulse vom steuernden Immunsystem erhält, kann es noch so stark sein. Es wird nicht effektiv sein. Weiterhin müssen wir beim physischen Immunsystem berücksichtigen, dass durch schulmedizinische Behandlungen das Immunsystem geschwächt oder ganz unwirksam werden kann. Hier sind besonders Menschen betroffen, denen ein fremdes Organ, in Klammern fremde Seelenanteile, eingebaut wurde und Immunsuppressiva zu sich nehmen oder in denen chronische Entzündungen, in Klammern Konflikte, wirken und die Medikamente zu sich nehmen, die den Botenstoff von Entzündungen unterdrücken, in Klammern zum Beispiel sogenannte TNF-Alpha-Blocker, zum Beispiel bei Rheuma, Morbus Bechterew, Morbus Crohn, Psoriasis und so weiter. Und natürlich sind all die Menschen betroffen, die chronisch an den Atemwegen oder der Lunge leiden, wie zum Beispiel bei COPD, chronischer Bronchitis, Asthma Bronchiale und so weiter. All die Menschen, die unter Allergien leiden, weisen in der Regel ein geschwächtes physisches Immunsystem auf und ein Informationsdefizit im steuernden Immunsystem, da sie permanent unter innerlichem Stress stehen, wodurch sich das physische Immunsystem auf Dauer erschöpft. Da entstehen Probleme im Dickdarm sehr häufig mit Allergien in Verbindung. Ebenso sind Menschen betroffen, die durch im Körper eingelagerte toxische Stoffe oder Metalle ein permanent aktiviertes Immunsystem aufweisen, da die Fremdsubstanzen unschädlich gemacht werden wollen, doch nie wirklich durch das Immunsystem erreicht werden, da sie im Körper nicht frei, sondern nur abgekapselt existieren. Ebenso wie bei Menschen, in denen Allergien wirken, erschöpft sich auch hier auf Dauer das physische Immunsystem. Auch hier sind Probleme im Dickdarm sehr häufig eine Begleiterscheinung. Jeder, der in seinem Leben zum Beispiel einmal eine Allergie entwickelt hatte oder zum Beispiel metallisch belastet war, kennt es, da die Grippe stets in Regelmäßigkeit zu ähnlichen Zeiten im Jahr immer wieder auftritt und dies sehr häufig zum Ende des Herbstes, im Winter und zu Beginn des Frühjahrs. Also stets in Zeiten, in denen sich Mutter Natur in sich selbst zurückzieht und zur Regenerierung in Ruhe kommt. Da wir Menschen unsere Lebensform nicht, in Klammern mehr, daran angepasst haben, kommen wir grundsätzlich zu diesen Zeiten in die Schwäche unseres Immunsystems. Dann freuen sich die Viren, da die Balance zwischen Angriff und Verteidigung aus dem Lot, aus der Harmonie geraten ist und so sich die Viren prima vermehren können. Viren sind immer und alle Zeit präsent. Seien wir als Menschen ebenso präsent aus Liebe zu uns selbst. Warum erfahren ältere Menschen deutlichere Auswirkungen? Nun, es ist wohl sehr individuell zu betrachten und kann so nicht generell auf ältere Menschen bezogen werden. Doch alles zuvor über das physische Immunsystem Beschriebene trifft oftmals besonders auf ältere Menschen zu, da sie oft an chronisch entzündlichen Symptomen, Bluthochdruck und so weiter leiden und so ein geschwächtes Immunsystem aufweisen. Gleichzeitig waren ältere Menschen oftmals über einen langen Zeitraum Umweltbelastungen ausgesetzt, die sich im Körperlichen auswirken können, wodurch ein Virus nur den berühmten Tropfen darstellt, der das Fass zum Überlaufen bringt oder den Körper zu seinem Ende führt. Der Virus ist der Auslöser, doch nicht die Ursache. Betrachten wir das steuernde Immunsystem bei älteren Menschen, so folgt dieses stets ihrem Bewusstsein, welches vielleicht durch festgefahrene Gedankenstrukturen oder dem Glauben, schon alles zu wissen, nun nicht mehr lernend ist oder lernen will. So kann das steuernde Immunsystem dem nur folgen und will den in Anführungsstrichen neuen Virus gar nicht mehr kennenlernen. So wird sich das Virus entsprechend im Körper austoben und vermehren.
In einem anderen Gedankensystem kann ein älterer Mensch auch schon sein Leben aufgegeben haben oder dem kollektiven Gedanken „Ich bin alt und schwach“ folgen, sodass das Immunsystem ebenso schwächelt oder gar aufgibt. Und ein schwaches Herz, in Klammern wenig Selbstliebe, hat auch einen schwachen Sauerstoffaustausch zur Folge, also eine Schwäche in der Lunge. Alle, die mit sogenannten Entwässerungstabletten leben müssen, sind davon betroffen. Alle diese Glaubensmuster wirken jedoch oftmals aus dem Unbewussten, sodass der Verstand meist nichts davon weiß. Unsere Aufgabe als Heiler und Heilerinnen ist es, dies zusammen mit dem Menschen bewusst zu machen und in Selbstliebe zu verändern, damit es der Körper nicht mehr darstellen muss bzw. geschützt ist. Und all das kann bereits in früheren Lebensjahren wirken. Warum erfahren Kinder und jüngere Menschen nur geringe Auswirkungen? Kinder sind von Geburt an neugierige Wesen. Zu lernen und alles kennenzulernen ist von Geburt an ihre Freude, weil all das Wissen zum Überleben essentiell wichtig ist. Sie lernen Bakterium um Bakterium und Virus um Virus kennen und lernen an ihnen, sich selbst zu schützen. Wir kommen auch bereits zu einem Teil mit einem immunologischen Wissen, in Klammern aus Vorleben sowie dem kollektiven Bewusstsein, auf diese Welt. Kinder und jüngere Menschen sind in der Regel nicht so sehr von der Umwelt belastet. Es wirken kaum Fremdstoffe in ihnen und doch können Allergien in ihnen wirken und ihr Immunsystem auf Dauer schwächen. Kleine Kinder drücken sich in der Regel frei und offen aus. Sie tragen sozusagen ihr Herz auf der Zunge. Sie haben in der Regel kein Problem mit dem Thema, alles bewusst und offen aus dem Herzen in den Austausch zu bringen. Und sie wollen in der Regel alles fühlen und wahrnehmen, sind rein fühlende Wesen, sodass Probleme im Dickdarm bzw. querliegenden Dickdarm recht selten sind und ihr physisches Immunsystem bei guter Ernährung stark. Daher reagieren Kinder und jüngere Menschen weniger heftig auf Bakterien und Viren, was nicht bedeutet, dass sie nicht darunter leiden. Wenn wir jedoch als Eltern unsere Kinder stets vor der in Anführungsstrichen bösen Umwelt schützen, ihnen verbieten, in den Dreck zu greifen, mit Pflanze und Tier in Kontakt zu kommen, in Klammern, ich schreibe hier nicht von wirklichen Gefahren, so kann das Immunsystem des Kindes nicht mehr lernen. Und wenn wir unsere Kinder auch noch in einer sterilen, keimfreien Umgebung aufwachsen lassen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn Allergien und heftigste Reaktionen auf Bakterien und Viren die Folgen sein werden. Wir Menschen sind hier, um zu lernen, damit wir, in Klammern uns selbst, lernen zu erkennen. Ich tue einem Menschen nichts Gutes, wenn ich ihm die Möglichkeit nehme, eigenständig zu lernen. In jeder energetisch-geistigen Behandlung wird vieles innerlich angeregt, sodass der Mensch lernt. Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird keinesfalls hineinkommen. Und er schloss ihnen die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ein Zitat von Jesus von Nazareth. Wie schütze ich mich gesund? Wichtig ist zunächst zu erkennen, dass die wenigsten Menschen an Bakterien oder Viren sterben. Der wahre Grund ist meistens das seelische oder psychosomatische Thema, was sich dahinter verbirgt und bis dahin von einem Menschen noch nicht geheilt wurde, verarbeitet und transformiert. Es ist die Qualität unseres Immunsystems, unseres inneren Schutzsystems, was letztendlich als Ausdruck von uns selbst als Ganzes ein gutes Leben ermöglicht oder eben nicht. Das Immunsystem wird als in Anführungsstrichen Nebenwirkung einer energetisch-geistigen Behandlung stets gestärkt. Und zu unserem Schutz ist ein starkes, gut geschultes Immunsystem überlebenswichtig.
Insbesondere sind die für unsere Abwehr steuernden Chakras, das Herzchakra in Klammern steuerndes Immunsystem und das Milz- oder Solarplexuschakra in Klammern physisches Immunsystem von besonderer Bedeutung, vor allem in ihrem harmonischen Austausch untereinander, in ihrer Verbindung. In einer energetisch-geistigen Behandlung kann dies geprüft und behandelt werden. Besonders bei Erkältungs- bzw. Grippeviren sollten wir uns mit dem Thema alles bewusst und offen aus dem Herzen in den Austausch, in Klammern Ein- und Ausdruck zu bringen, auseinandersetzen, bzw. mit der Thematik, wie wir mit allem Lebendigen, was uns umgibt, in einem liebevollen, bewussten, feinstofflichen Austausch sind und wie wir mit unserem Atem verbunden sind. Bei anderen Viren sind es andere Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Alles, was mein Immunsystem schwächt, ist zu heilen oder zu vermeiden. Besonders ist dabei unser Augenmerk auf unsere Glaubenssätze zu richten, möglichst mit dem Ziel, in die eigene Stärke, in Klammern, wiederzufinden. Ich bin innerlich stark und gut geschützt, vertraue mir und entscheide mein Leben selbst. Eine gesunde, ausgewogene, lebendige Ernährung ist zur Stärkung unseres physischen Immunsystems wichtig und individuell verschieden. Ebenso ist entscheidend, wie meine Lymphe fließen, wobei das Thema, im freien Fluss des Lebens zu sein, eine große Rolle spielt und wie ich meine Lebensfreude, in Klammern Blut, in den Fluss, in Klammern in Freiheit bringe. Unsere Intention sollte stets so sein, um offen, weit und frei, in Klammern in Liebe, zu werden, damit wir nicht in innerer Enge, in Klammern gleich Angst, leben müssen, sondern entspannt und in inneren Frieden. In kritischen Situationen kann uns für einen begrenzten Zeitraum ein oranges Y-Symbol auf der Thymusdrüse, in Klammern leicht oberhalb des Herzchakras, aufgelegt, unser steuerndes Immunsystem stärken. Dies sollte jedoch nicht bei Menschen mit Autoimmunerkrankungen oder Allergien angewendet werden, da sonst auch die eigenentzündlichen Symptome und Allergiereaktionen verstärkt werden. Nun, vieles, was hier beschrieben ist, ist nicht so schnell und ohne Widerstand umzusetzen, sodass wir uns stets bewusst machen müssen, dass wir mehr oder weniger stets in einer Übergangsphase leben und so achtsam sein müssen, demütig vor den Bakterien und Viren. Wer, wie zuvor beschrieben, sich vor Viren nur ungenügend schützen kann, dem bleibt nur, sich von den Gefahrenquellen zu distanzieren oder sich dem Schicksal von uns allen hinzugeben. Das Leben ist lebensgefährlich und wer nicht wagt, der nicht heilt, in Klammern gewinnt. Das Leben lebt sich in Wellen. Mal ein Tsunami, mal eine sanfte Brandung. Die Welle wirft sich demütig an den Strand, schenkt Leben, zieht sich zurück und führt Leben in den Ozean der Unendlichkeit. Das ist die Natur von Leben, ein beständiges Kommen und Gehen. Ich habe hier dargestellt, dass jede Form von Erregern uns etwas von uns selbst bewusst macht. Es gibt diese, in Anführungsstrichen, bösen Erreger nicht. Sie zeigen uns nur, wie wir selbstbezogen in unserem Leben sind. In der göttlichen Sicht werden wir so durch unsere eigene Kreuzigung stets in die Auferstehung geführt. Alles geschieht so aus Liebe, damit wir erkennen, dass wir mit allem, was die Schöpfung darstellt, verbunden sind. Jedes Leben, was sich so dagegen wehrt, wird lernen müssen. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ein Zitat von Jesus von Nazareth. Sie wirken als Mikroorganismen aus dem Unsichtbaren, wie das energetische geistige Heilen, und machen uns so nur etwas deutlich, was geheilt sein möchte. Und das ist allumfassend. Wir können das Außen, in Klammern die Erreger, so nicht kontrollieren, sondern nur uns selbst gesund schützen.
meine Intention. Von Anbeginn meines Lebens hier ist es mein Wunsch, das, was wir Leben nennen, zu verstehen, und daher schreibe ich hier bzw. rede hier, um es selbst immer weiter zu verstehen und teile es so mit allen. Die Schulmedizin ist uns als ein Teil unseres Gesundheitssystems mit ihrer Akutmedizin, in Klammern gleich substanzielle Zaubersprüche, als Magie hilfreich, indem sie uns hilft, unsere Leiden zu lindern. Doch im Zusammenhang mit, in Anführungsstrichen, neuen Erregern ist sie hilflos, da sie analog zu unserem Verstand nur aus der Vergangenheit denkt und handelt. Machen wir uns bewusst, dass manche Medizin uns schutzlos werden lässt, sodass zwar ein Überleben möglich wird, doch kein freies, selbstbestimmtes Leben. Erkennen wir, dass wir selbstlernende Wesen sind und unsere innewohnende Heilkraft um ein Vielfaches mächtiger ist, da in uns und durch uns das Göttliche, in Klammern Allmächtige, wirkt. So ist es mein Bestreben und das hoffentlich aller energetisch-geistigen Heiler und Heilerinnen, dieses Bewusstsein in uns Menschen zu fördern und zu stärken, um wahrhafte Heilung zu ermöglichen. Und als selbst ehemals in Anführungsstrichen unheilbar Erkrankter weiß ich, wovon ich schreibe, und gebe hier gerne mein Wissen weiter, damit wir verstehen, damit wir begreifen und so an Erkenntnis gewinnen, unser Bewusstsein füllen, aus dem alles in uns entsteht. Unser Körper kann nichts eigenständig machen. Hierbei ist es der Respekt vor jedem individuellen Lebensweg, der stets absolut zu akzeptieren ist und mich stets demütig sein lässt, weil da etwas Größeres, Mächtigeres wirkt als wir Menschen. Ich möchte daher auch betonen, dass alles von mir Dargestellte aus meinem erworbenen Wissen und vor allem meinem Erfahrungswissen mit vielen Menschen entstanden ist. Es erhebt keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, da Wissenschaft eh nur eine Annäherung von dem beschreibt, was wirklich ist. Als ehemaliger Wissenschaftler weiß ich, nur Versuch macht klug. Ich erhebe hier auch keinen Anspruch auf ein absolutes Wissen und schreibe hier auch nicht, um mich in irgendeiner Weise zu profilieren. Es möge jedem hilfreich sein, mehr nicht. Mögen wir so den Mut entwickeln, uns selbst inniglich zu verändern, stets lernend bleiben. Mögen wir so die Kraft entwickeln, uns dem Leben hinzugeben, anstatt dagegen zu kämpfen. Mögen wir so unserer Quelle, in Klammern Gott, immer wieder bewusst sein, die uns in allem begegnet. Mögen wir so wieder zu Kindern unserer Mutter Erde werden, als Kinder unter Kindern in Harmonie. Mögen wir so dem Göttlichen in uns vertrauen, um dem Göttlichen in allen anderen zu vertrauen. Mögen wir so unserem Herzen folgen, um eines Tages in Liebe, in Klammern in allen Herzen, aufzugehen. Gerne bin ich behilflich und biete energetisches, geistiges Heilen zum Gesundschützen und Bleiben an. In innerer Verbundenheit und Dankbarkeit, Michael Bergmann, energetisches, geistiges Heilen.